Na gut, trinken wir noch ganz kurz einen Heiltrank und einen Geschwindigkeitstrank. Dann gucken wir mal, ob wir mit den Jungs da unten reden können oder ob die gleich angreifen. Wir müssen ja nicht unnötigerweise jemanden umbringen. Sieh mal einer an. Der Typ aus dem neuen Lager, der uns schon so viel Ärger gemacht hat. Wenn du damals schlauer gewesen wärst, würdest du heute zu uns, den Siegern, gehören. Da hilft dir auch nicht, dass du mir Schutzgeld bezahlt hast. Ihr seid zu weit gegangen. Der Überfall auf die Mine war dumm von euch. Scheint aber funktioniert zu haben. Und du wirst daran auch nichts ändern. Dafür werde ich persönlich Sorge tragen. Los, wir machen ihn kalt, Jungs! So, ihn haben wir schon mal. Ah, Mist. Weg, 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 weg. Oh. Renn heim zu Mutti. Ja, das ist schon ein anderer Schnack, als gegen irgendwelche Echsen zu kämpfen. Wo ist Gorn? Na gut, lass mal schnell einen Heiltrank. Zeit haben, das zu bereuen. Und hoffen wir mal, dass wir seine Waffe kaputt gemacht haben und er sie nicht gleich wieder aufheben kann. So, noch ein. Noch ein und da kommt Gorn endlich, Goodie. Oh, und er wird verfolgt. Renn heim zu Mutti. Selbst schuld. So. Genau, selbst schuld, dass du dich hast hier hochlocken lassen. Souverän gemeistert, Junge. Danke, Gorn. So, dein Zeug nehmen wir schon mit. Und den nächsten. Oh, schießt auf uns und er auch. So, du bleibst erstmal auf dem Boden und du fällst auch runter. So, wo ist Schakal? Da. Naja, so sehen also Gewinner aus. Hm? Bringen ein ganzes Dorf von Bergarbeitern um und werden dann selber umgebracht. Super. Also, die Armbrust nehmen wir mit. Die sieht recht wertvoll aus. Oh, der steht wieder auf. Ah, gut gemacht, Gorn. Alles mit in unsere Kriegskasse. So, noch irgendwas? Ja, er hat noch ein paar Sachen. Und er auch. Und wo ist Gorn schon wieder hin? Der ist echt nur am Rumlaufen. Aber na gut, er ist wahrscheinlich schon reingehuscht. Dann gehen wir mal ihm nach. Oh, oder auch nicht, weil hier ein Gittertor vor ist. Irgendwo müsste ich hier... Ah, genau. Das sieht doch gut aus. Jetzt können wir rein. Oh, 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 das sind dann doch ein paar zu viele. Aber hier hauen wir schnell um. Dann dich. Und dann können wir uns um die Armbrust schützen. Das sind drei Stück, wenn ich richtig gesehen habe. Zwei Stück, wenn ich richtig gesehen habe. Komm, dich bringen wir schnell um, bevor du wieder aufstehst. Gorn kümmert sich um den anderen. Sehr schön. Trinken mal ganz schnell einen Heiltrank. Wieder einer an uns rankommt. Das wird dir noch leid tun. Wow, die ersten stehen wieder auf. Aber die haben. Das wird dir noch leid tun. Ganz wenig Lebenspunkte und müssen erst ihre Waffe aufheben. Das kriegen wir schon hin. So, du gibst wieder um. Und du gibst auch wieder um. Komm. So. Na, also. Den Eingang hätten wir schon mal einigermaßen gesichert. Da hinten ist noch einer, aber der scheint sich zurückzuhalten. So, wo treibt sich Gorn rum? Der gibt gerade den da hinten den Rest und scheint, jo. Guti, dann kommen wir rüber und wir können weitermachen. So, jetzt bist du da dran. Genau du mit der Armbrust.
Oh, da kommt der nächste. Da hinten ist noch einer. Und ja, hier sind definitiv jede Menge Gardisten. Aber schon mal ein gutes Zeichen. Das sind wenigstens keine Minecrawler hier oben. So, das kommt alles mit. Das kommt auch alles mit. Jetzt plündern wir ganz in Ruhe die Wachen hier. Und dann schauen wir uns da hinten weiter um. Denn wir sollten das Ganze nicht überstürzen. Wenn wir einfach so in deren Wachräume reinlaufen und deren vorbereitete Fallen, dann wird das hier nichts. Oh, er steht hier wieder auf. Wenig Zeit haben, das zu bereuen. Na du, aber auch nicht. Zack. So. Jetzt aber. Hattest du noch was dabei? Ein Bolzen, die Armbrust haben wir noch. Nee, er hat nichts. Dann fehlt ja nur noch der Armbrustschütze da und wo auch immer Gorn jetzt gerade hin ist. Na gut. Wahrscheinlich schon vorgelaufen und räumt da ein bisschen auf. Und davon wollen wir ihn ja nicht abhalten. So, aber bevor wir jetzt weiter reingehen, speichern wir lieber nochmal ab. LP 70. So. Axt raus und eventuell noch einen neuen Geschwindigkeitstrank trinken, damit wir schneller an die Armbrustschützen rankommen, bevor die uns zutackern können. So, oh, da ist noch einer im Schatten. Und ja, die Tränke sind super. Edgar hat mal einen Schuss rausbekommen, bevor wir bei ihm waren. Oh, da ist noch einer. Ja, bei ihm waren schon zwei. So, und gleich wieder zurück zu deinem Kumpel. Dann müssten wir schon wieder aufstehen. Ja, du. So. Was haben wir hier? Treppen, die runtergehen. Quatsch, Leitern. Und da unten sind schon Gardisten. Ja, Leitern sollten wir nicht unbedingt runterklettern. Denn während wir klettern, können die uns richtig schön treffen mit ihren Armbrüsten. Dann purzeln wir den ganzen Weg runter. Das muss ja nicht unbedingt sein. Also gucken wir uns hier erstmal um. Fackel in die Hand, damit wir auch was sehen können. Und ein, zwei Heiltränke geschluckt. Eins, zwei. Na gut, noch einen dritten. Keine. So, irgendwo ist hier noch jemand am Schürfen, warum auch immer. Oh, und da unten sind die Minecrawler. So viel zu der Theorie. Was haben wir hier noch? Da oben ist der Schürfer. Aber anscheinend keine Gardisten bei ihm. Guck mal, was er zu sagen hat. Tum, tum. Vielleicht hat er irgendwelche Informationen, die wir hier brauchen können. Oder er ist einfach nur ein panischer Butler, der weg will. Na gut, so viel dazu. Hops. Ups. Was war daneben gesprungen? So, das heißt, gehen wir jetzt hier runter und kämpfen gegen die Minecrawler oder gehen wir da hinten runter und kämpfen gegen die Gardisten? Fragen über Fragen. Ich denke, die Minecrawler sind das kleinere Übel. Die haben wenigstens keine Armbrüste. Hoffe ich zumindest. Und am besten nur ein von denen zur Seite, denn sie sehen ziemlich garstig aus. Also nicht so wie Minecrawler in der Altmine. Genau du. Komm mal her. Ja, lass deinen Freund schön da hinten. Ja. Ein, zwei gute Treffer und die sind anscheinend hin. Vielleicht haben wir aber auch nur Glück gehabt. So, die Panzerplatten nehmen wir mit. Die braucht Wolf ja für die neue Rüstung. Und dich stürmen wir gleich an. Zack und zack. Au, 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 au. Ja, wenn die ein, zwei gute Treffer landen, dann haben wir auch ein Problem. Also unterschätzen sollten wir die Viecher nicht. Vor allem, wenn es ja mehrere auf einmal wären. Das würden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen. So, Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Und gucken, was die Biester hier beschützt haben. Oh, hoffentlich gibt es von denen nicht auch eine Königin. Dann hätten wir ja wohl wirklich ein Problem. Aber anscheinend geht es hier unten gar nicht weiter.
Na gut. Was haben wir denn da oben? Kommen wir da rauf? Sieht wie ein gutes Versteck aus. Aber... Nö, anscheinend kommen wir da nicht hoch. Schade. Na gut, dann bleibt nur noch der eine Seitengang mit den Gardisten. Das wird bestimmt ziemlich wehtun. Vielleicht können wir uns da irgendwie mit Magie behelfen. Da, Fackel kommt wieder mit. Nur was haben wir denn für Zaubersprüche übrig? Wir könnten uns verwandeln. Das haben wir bisher erst einmal gemacht in so einer Kakerlake. Um durch das eine Loch zu kommen. Aber hier wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann könnten wir uns an denen vorbeischleichen und die dann hinterrücks angreifen. Okay. Fackel erstmal weg, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Und was sagt unser Schriftrollenreservoir? Wir haben Verwandlung Fleischschwanze, Verwandlung Ratte, Verwandlung Scavenger, Wolf. Und das war's auch schon. Die Fleischschwanze ist wohl am ungefährlichsten. Aber wie kommt die Fleischschwanze die Leiter runter? Na, so tief ist das nicht. Das könnten wir glatt probieren. Also speichern wir erstmal ab. 71. Und jetzt probieren wir das Ganze einfach mal. Wusch. So, aus der Sicht deiner Fleischschwanze ist es gleich wesentlich tiefer. Ah, abgerollt. Sehr gut. So, was haben wir da? Oh, da geht's ganz tief runter. Hoffentlich ist hier noch ein Absatz. Es könnte machbar sein. Hoffen wir einfach mal, dass der Panzer von dieser Fleischschwanze schön flexibel ist. Geronimo! Ja, super. Ja, es war ein komisches Gefühl, so als Fleischschwanze rumzulaufen. Aber es ist doch wesentlich gesünder, als von Armbrustbolzen von einer Leiter geschossen zu werden. So, hier haben wir schon mal einen Gardisten. Das merken wir uns für später. Da hinten ist noch einer und noch einer. Gucken wir erstmal da lang. Oh, da ist gleich noch einer. Hier sind echt überall welche von denen. Hoffentlich bekommen die nicht Hunger auf Fleischschwanzen-Ragout. Da oben ist noch jemand am Schuften. Die haben wahrscheinlich die ganzen Arbeiter einfach für sich bekehrt. Beziehungsweise Prügel angedroht, wenn sie nicht für sie arbeiten. Der Betrieb geht hier ganz normal weiter. Ah, die Erzbewohner müssen echt verzweifelt sein. So, zwei Gardisten. Hinten waren drei, sind wir bei fünf. Oben sind ein paar Arbeiter, da ist noch ein Gardist, da oben ist noch einer. Da unten sind drei. Ja, wo fangen wir da am besten an? Wir könnten uns da unten enttarnen, die drei schnell niedermachen und dann hoffen... Ja, was? Einfach wegzulaufen? Na gut, gucken wir mal. Wir gehen erstmal möglichst nah ran. Zumal das hier auch keine Gardisten sind, sondern Schatten. Die dürften ja eigentlich noch einfacher zu töten sein. So, das müsste eigentlich schon reichen. Wusch. Ja, wo kommen wir denn her? So, Nummer 3. Wo bist du? Da bist du. Und zack. Da oben hat noch ein Armbrustschütze auf uns geschossen. Aber das ignorieren wir erstmal gepflegt. Erstmal geben wir den drei hier den Rest. Dann müssen wir gucken, ob wir überhaupt nach oben kommen können, ohne durchgehend beschossen zu werden. So, und in Deckung gehen. Oh, da ist noch ein Schütze. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Ah, jetzt müssen wir in Deckung gehen vor dem einen und dem anderen. Hier vielleicht. Hey, wo kommst du denn her? Hatten wir das nicht schon umgebracht? So, schon besser. Hey, bleib stehen. Jetzt bleib liegen.
Ja. Oh oh. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Nein, 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 nein. Oh. Viel zu knapp. In Deckung gehen. Heiltränke trinken, ganz viele Heiltränke trinken. Und auch gleich die guten. So, eins, zwei und X. Und X. Und umhauen. Du wirst wenig Zeit. So, dich bringen wir um. Und da fliegen schon wieder die Bolzen. Ne? Auweia. Da fällt doch keine so gute Ecke, das hier zu machen. So, ein Gardist lebt auf jeden Fall noch. Du? Ja. So. Und jetzt wieder in die Ecke verkriechen. Und abspeichern.